Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmh, Yeti Ketchup. Yeti Ketchup. Der Ketchup der großen, weiten Welt. Mmh. Yetis würden Ketchup kaufen. Guten Abend allerseits. Es erfolgt ein Hinweis der Berliner Polizei. Die Brücken müssen geschlossen werden. Der Bereich des Regierungsviertels ist inzwischen voller Versammlungsteilnehmer. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank. Diese an Adrenalin, nicht gerade arme Sportboxen. Wie viele Finger siehst du? Dutzende. Ich heiße Johanna Bus, ich komme aus Mülheim an der Ruhr, habe analytische Chemie studiert und ich kann Arabisch. Mein Name ist Thomas Lips, ich komme aus Obrigheim. Meine Fachgebiete sind FC Bayern München, Tomaten und Kreuzworträtsel. Ich bin Groot. Damit hätte ich nicht gerechnet. Hello everybody on Tova Podcast. Gummistiefel, Kartoffelstampfer, wunderbar. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast. Es hört sich doch ziemlich so fancy, fashion, schnupsi-dupsi-mäßig an. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 99, Deutsches Brot. Ich bin Mario der Eismann und hier ist der Mann, der in seinem Garten Meteoritengestein sammelt. Unser Studiotechniker Peter Toperza aus Wien. Ja, servus Mario, servus liebe Höris draußen an den Hörgeräten. Ja, Peter, es gab beim letzten Mal ziemlich viele Beschwerden, weil du nicht rasiert warst. Ja, bist du heute rasiert? Lass mich mal anschauen. Ja, das fühlt sich noch nicht so ganz glatt an, Peter. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist ja immer ganz schlimm. Du weißt ja, beim Podcast müssen wir auf unser Äußeres achten. Das gibt sonst Ärger mit den Höris. Die schreiben dann massenweise Beschwerden. Und das kommt mir bitte nicht wieder vor. Ja, du rasierst dich ja, bitte auch. Das geht dann niemandem was an, was ich für Gestrüpp im Gesicht hab. Ja, doch, natürlich. Du weißt ja, Peter, im Podcast müssen wir darauf achten, wie wir aussehen. Das ist ganz wichtig. Und das hört mir bitte auf. Ja, nimm dir den Rasierer und dann legst du bitte los. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, das ist gut. Ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Okay, danke schön. Danke. So, ja, so ist gut. Okay. Entschuldigung auch nochmal, also von meiner Stelle aus. Man muss sich auch manchmal entschuldigen, ja. Auch für Sachen, an denen man selber gar nicht schuld ist. Peter, was ist nochmal eine Mogelpackung? Ja, eine Mogelpackung, das ist, wenn der Preis gleich bleibt, aber in der Packung weniger Inhalt drin ist. Ja, das ist richtig, ne? Das ist richtig. Und der Tova Podcast, das ist praktisch das Gegenteil einer Mogelpackung. Bei uns bekommt ihr in der gleichen Zeit 20% mehr Gelaber als bei anderen Laber-Podcasts. Das ist doch was Feines, oder? Wir steuern gegen den Trend, wir sind das positive Beispiel. Ja, finde ich auch, das ist ein Tusch wert. Dankeschön. Und um die Kehle ein bisschen zu befeuchten und den Rest der Sendung durchzustehen, ist hier das Getränk der Woche. So, und Peter, ich glaube, du willst mich wohl verarschen, oder? Was soll das denn hier? Was ist das hier? Bananensaft und Ayran? Soll ich das wirklich trinken? Ich bereite das mal vor. Ich schüttel das mal ein bisschen. Das ist der Bananensaft. Da musst du unten die Bananenstückchen musst du ein bisschen aufschütteln. Dann schütte ich das mal hier ins Glas rein. Ins Glas kommt da mal ein bisschen Bananensaft rein. So, das war auch schön im Kühlschrank. Brauchst dir keine Sorgen machen. Und das Ayran, das schüttle ich auch ein bisschen für dich. So, und dann mache ich das auf. Das ist ein Tetrapack, ein 0,5 Liter Tetrapack. Ja, und das schüttest du jetzt zusammen, oder was jetzt? Ja, das schütte ich jetzt zusammen. So, das siehst du ja. Und das ist jetzt so, das sieht auch lecker aus. Ein bisschen, war vorher ein bisschen gelber, jetzt ist es ein bisschen weißer. Ja, danke, Peter. Also, ich bin irgendwie, ich weiß nicht so recht, ob ich dem trauen soll. Soll ich das mal umrühren? Warte mal, ich rühre das mal um. Vielleicht ist das dann noch ein bisschen besser. Also, das ist jetzt fast weiß. Man könnte sagen beige.
Also Ayran und Bananensaft. Liebe Höris, wir haben noch nicht mal richtig angefangen mit der Sendung und ich muss jetzt schon solche Experimente machen. Aber es ist zumindest schon mal kühl, das ist wahrscheinlich das Beste. Und wie gesagt, es sieht fast weiß aus. Ich koste das jetzt. Ayran, 55% Joghurt, Milchpermeat, was auch immer das ist, Wasser und Speisesalz vor dem Öffnen schütteln. Und das ist Bananensaft hier. Reiner, purer, 100%iger Bananensaft. Nee, 25% Fruchtgehalt. Der Rest ist auch Wasser und Bananenmark. Ach, das ist Bananennektar. Also auch nochmal Wasser drin, Bananenmark, Zucker und Säurungsmittel, Zitronensäure. Liebe Höris, ja, Prost. Ich habe erst einen vorsichtigen Schluck genommen, jetzt habe ich einen etwas größeren Schluck noch genommen. Es ist gar nicht so schlecht. Es ist erfrischend. Und soll ich euch was sagen? Ich glaube, ich bringe das ganz groß raus. Ich produziere das. Ich lasse das produzieren. Das ist toll. Super, Peter. Super, dankeschön. Tolle Idee. Habe ich ja gleich gewusst. Dass das wunderbar funktionieren würde und wunderbar zusammenpasst. Dankeschön. Also, Ayran und Bananennektar. Und ich sage euch jetzt auch, warum. Warum das so gut ist, weil dieses Erfrischungsgefühl, es ist noch ein zusätzliches Erfrischungsgefühl, das war beides schon im Kühlschrank, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist wie so Eiskonfekt. Wenn man Eiskonfekt, das ist ja Schokolade, muss man ja nicht unbedingt in den Kühlschrank tun, aber das wirkt so irgendwie so extra kühl nochmal. Und ich glaube, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das wirkt so ein bisschen nach. Es kühlt nochmal nach. Im Abgang nochmal extra kühl, könnte man sagen. Ayran und Bananennektar. Super, das Getränk der Woche. Wie nennen wir das? post@tovapodcast.de. Habt ihr einen Namen dafür? Banairam. Banairan. Ja, Bananairan vielleicht auch. Bananairan. Bananairan lasse ich gleich patentieren. Muss ich mir aufschreiben. Bananairan. Patentieren lassen, Markenschutz, Patentamt. Okay, so, wir machen weiter mit weiteren Namen. Wir bleiben beim Thema Namen. Und zwar, liebe Höris, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wahrscheinlich eher nicht, aber ich sag's mal so. Ja, es fühlt sich scheiße an, wenn Dunja Hayali im ZDF-Heute-Journal meinen Namen nennt, weil sie damit einen gewalttätigen Rechtsradikalen meint. Und ja, ich hoffe jetzt, dass es nicht so weit kommt, dass linke Verrückte aus Versehen das falsche Auto oder anderes anzünden. Ich habe das, als ich das gehört habe, bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen, wenn ich auf einem Stuhl gesessen hätte. Ich stand aber in der Küche und da ging es nochmal einigermaßen. Es geht um den gewalttätigen, rechtskräftig verurteilten und irgendwie dann auch wohl auch eingesessen habenden Rechtsradikalen Mario Müller, der tatsächlich sich die Frechheit erlaubt, meinen Namen zu benutzen. Und wenn man an sehr prominenter Stelle, ja, im Heute-Journal hört oder in der Tagesschau, ist es jetzt im Heute-Journal, habe ich es jetzt gehört, Tagesschau, weiß ich nicht, ob das da auch schon passiert ist, aber das ist schon komisch. Also das ist schon seltsam. Ich weiß, ich habe jetzt keinen so speziellen Namen, aber trotzdem ist es schon, dann weiß ich nicht. Ja. Also gut, jetzt wisst ihr, wie ich mich da gefühlt habe, dass... war nicht so ganz prickelnd. Hab da auch vorher noch nie drüber nachgedacht. Ich kannte den, ich wusste, dass es den gibt, aber hatte da jetzt noch nicht drüber nachgedacht, was ist, wenn man den eigenen Namen jetzt doch so komisch hört. Man weiß natürlich, die einen kennen, die wissen ja, dass man nicht selber nicht gemeint ist. Aber die, mit denen man so nur so über mehrere Ecken zu tun hat, und ne, die könnten ja erstmal denken, Moment mal, ist das jetzt der? Und selbst allein schon das überprüfen zu müssen, ob ich das es bin oder ob es jemand anderes ist, ist schon, der Gedanke daran ist schon ein bisschen ja seltsam. Das könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, wenn es euch nicht betrifft, aber ich wünsche es auch niemanden, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Irgendwie merke ich jetzt leicht was im Magen. Ist das der Banairan irgendwie? Gut, mal sehen. Prost, ich trinke nochmal einen Schluck, bevor ich dann wirklich weg muss. Oder auch nicht. Ja. So, ja, ich hatte ein tolles Einkaufserlebnis. Man hat ja selten tolle Einkaufserlebnisse. Meistens muss man ja was bezahlen am Ende. Das war auch hier der Fall. Ich habe was bestellt bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe ein Buch gekauft, was ich schon lange auf dem Kicker hatte. Ein Bildband von Paul McCartney. Der aktuelle Bildband von Paul McCartney, der heißt
1964, als die Beatles sozusagen ihre erste große Tourneetour gemacht haben, da hat er mit seiner eigenen kleinen Kamera, hat er Fotos gemacht vom Innenleben der Beatles. Ja, also wenn ein Beatle die anderen Beatles fotografiert, das ist ja was ganz anderes, als wenn die Presse das von außen macht. Sondern man kommt ja da ganz nah ran an seine eigenen Kumpels und Kollegen, und dieses Material, das hat er irgendwie wiederentdeckt oder hat es durch Zufall in irgendeinem Archiv gefunden, vor wenigen Jahren oder Monaten sogar. Also das ist nicht lange her, hat er das durch Zufall wiederentdeckt, hat sich dann erinnert, ja stimmt, da habe ich ja damals diese ganzen Fotos geschossen. Und das ist dann in einem ganz, ganz tollen Bildband veröffentlicht worden, wurde auch groß vorgestellt in der Presse letztes Jahr. Ging also durch die Medien, ein tolles Buch, habe ich jetzt gebraucht, in einem super Zustand von einem Menschen hier in Berlin mir gekauft und habe einen Termin mit dem vereinbart per Telefon und rufe den also an und sage, kann ich da vorbeikommen? Und dann meinte er, haben Sie einen Plattenspieler? Und habe ich gesagt, habe ich erstmal überlegt, brauche ich, um ein Buch zu lesen, brauche ich einen Plattenspieler? Habe ich gesagt, ja, ich habe einen Plattenspieler. Und dann meinte er, hören Sie auch ab und zu Platten? Und ich gesagt, ja, nicht jetzt so oft, aber ab und zu. Und dann meistens irgendwelche Raritäten, die ich gar nicht als CD dann da habe, da höre ich dann auch mal Platten. Und dann meinte er, oh, das ist schön, da lege ich Ihnen noch eine Platte von Paul McCartney mit dazu. Und da war ich erstmal baff. Ja, da war ich erstmal total baff, dass es sowas überhaupt noch gibt. Solche Freundlichkeit, solche netten Menschen, die einem dann auch noch, das Buch war ja ohnehin schon relativ günstig, sage ich mal, dass dann auch eine Platte dazu kriege. Und war dann total froh und bin dann wirklich gut gelaunt dahin gefahren nach Karlshorst, da wo ich früher auch angefangen habe mit Eis verkaufen. Softeis hatte ich dort auf dem Markt in Karlshorst verkauft. Das war eine tolle Zeit damals. Das ist 10 Jahre her und da habe ich das auch ein paar Jahre dort gemacht. Also ich kannte die Gegend auch. Und ja, war ganz toll. Und dann komme ich da also hin und erzähle mit dem so ein bisschen, komme mit dem ins Gespräch, sage, ich war auch hier bei Paul McCartney auf einem Konzert in der O2 World, hieß es damals noch, dann Mercedes-Benz Arena, demnächst heißt es wieder ganz anders, Uber Arena, ebenfalls in der großen Mehrzweckhalle, und meinte er, ja, da war ich auch, und habe ich gesagt, och, ist ja toll, dann haben wir uns ja mit Sicherheit dann auch nicht gesehen. Und dann meinte er, ja, ich habe Sie nicht gesehen, aber Sie haben mich gesehen. War schon wieder baff. Zweimal baff an einem Tag, ist fand fast schon mal ein bisschen viel des Guten, wie ich habe Sie gesehen, hat er erzählt, ja, das war so, ich habe da die Möglichkeit gehabt, ganz bis nach vorne hinzukommen und war dann also vor der Bühne, ich stand dann also vor der Bühne und um mich herum zwei Security-Mitarbeiterinnen, die mich dann von weiterem noch näher rangehen irgendwie ein bisschen abhalten wollten, also die aufgepasst haben, dass ich nicht zu nah an Paul McCartney rankomme, also ich stand vorne in der Seite und da ist immer die Kamera ist immer vorbeigefahren und einmal ist sie dann auch bei mir stehen geblieben und da war ich ganz groß auf allen großen Leinwänden in der Halle zu sehen. Und es hat auch ein Bekannter von mir auf Handy irgendwie festgehalten. Also ich war da zu sehen, ich habe es selber auch gesehen. Also sie haben mich mit Sicherheit dann da in dem Moment auch gesehen. Das fand ich auch tolle Geschichte. So kommt eins zum anderen. Er will mich auch dann besuchen am Eisstand, wenn wir in Karlshorst wieder bei der Ostpro sind. Das ist ja die erste Veranstaltung mit dem Eis, mit dem Softeis dann wieder. Im April geht's, glaube ich, weiter. Ostpro in Karlshorst in Berlin. So, und noch ein schönes Erlebnis. Ich war im Stadtbad Tiergarten. Das Stadtbad Tiergarten, meine nahegelegenste Schwimmhalle hier in der Nähe des Studios, hat im Sommer 2019 geschlossen und sollte 2 Jahre lang renoviert und groß umgebaut werden, auch mit einem neuen Außenbereich. Da wollten sie jetzt ein Außenbecken noch hinmachen und so weiter. Normalerweise, wenn es in Berlin heißt, etwas wird 2 Jahre lang umgebaut, dann ist das ein Berliner Geheimcode für, es dauert mindestens 10 Jahre. Jetzt hat es aber tatsächlich nur 4,5 Jahre gedauert. Wahnsinn, bis die wieder aufgemacht haben. Haben diese Woche aufgemacht. Ich war gestern dort, wir zeichnen heute am Donnerstag auf, also Mittwoch war ich dort gestern Abend. War toll, sieht wunderbar aus, die Halle, wirklich wie komplett neu, alles schön sauber, alles schön hell. Und es ist schön ruhig, es ist unspektakulär, so wie ich das mag, schlicht und wirklich das Wesentliche, ja, man kann dort schwimmen, es ist kein Erlebnisbad, sondern es ist wirklich aufs Schwimmen ausgelegt und gibt jetzt auch eine Kletterwand an einem Sprungbecken, also das Sprungbecken gab es schon immer mit so einem Sprungturm und da ist jetzt eine Kletterwand dran und wenn man abstürzt, stürzt man ins Becken rein, das ist also eine feine Sache, aber es ist natürlich noch kein Erlebnisbad, es ist ein Schwimmbad für Leute, die sich bewegen wollen. Ja, also das ist das Entscheidende. Ja, war sehr schön und mal sehen, mein guter Vorsatz, den ich eigentlich gar nicht hatte, weil ich nicht wusste, dass die aufmachen würden, aber jetzt werde ich jetzt nachträglich guter Vorsatz, öfters mal wieder schwimmen gehen. Übrigens, was ich, Peter, machst du das auch, wenn du duschst im Schwimmbad, machst du das auch, dass du die Badehose anbehältst, wie ich das gestern hier beobachtet habe. Ich gucke ja grundsätzlich auf die Leute, ob sie ihre Hose anziehen oder ausziehen beim Waschen. Haben wieder einige die Badehose angelassen und haben dann versucht irgendwie
in der Hose sich zu waschen, ja, das würde mich mal interessieren, liebe Höris, wie macht ihr das? Habt ihr das auch schon beobachtet? Und gehört sich das überhaupt? Ja, das ist eine Sache, die mich ein bisschen irritiert hat. Peter, wir müssen über das Dschungelcamp reden. Und Schastreck müssen wir. Ja gut, dann reden wir über die grüne Woche. Das ist ja fast das Gleiche. Also ich esse fast nur noch Fleisch von Bauern, die ich gut kenne. Ich habe erst gestern den linken Arm eines Bauern gegessen, den ich 10 Jahre lang kannte. Es war ein bisschen zäh, aber sonst ganz gut eigentlich. Ja, mich stößt noch ein bisschen auf davon. Und das passiert auch manchmal, wenn ich das Aufstoßen passiert auch manchmal, wenn ich mit der Zahnseide zwischen die Zähne gehe. Ja, das ist muss ich auch mal beim Duschen in der Schwimmhalle jetzt demnächst machen. Meine Zähne auch noch sauber machen. Mal gucken, wie die anderen gucken, wenn ich dann die Zahnseide auspacke. Mir ist neulich die Zahnseide gerissen. Beim Benutzen der Zahnseide sollte Zahnseide nicht so robust sein, dass sie nicht reißt. Ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher. Mir ist die Zahnseide gerissen. Ich glaube, ich habe zu scharfe Zähne. Ich stamme direkt von Dracula ab. Übrigens, habt ihr Oderbruch gesehen? Oderbruch, tolle Serie jetzt in der ARD Mediathek. Spielt natürlich, wie könnte es auch anders sein, im Oderbruch, in der Grenzregion zwischen Deutschland und Polen. Tolle Thriller-Serie, ungewöhnlich spektakulär, gruselig ein bisschen. Und schaut es euch mal an, das ist Oderbruch. Wie bin ich darauf gekommen? Ach so, Dracula, scharfe Zähne, ja. Und wir kommen zu unserer Rubrik Leipzig. Leipzig ist ja mittlerweile schon eine richtige Rubrik hier. Wir haben etwas Neues zum Thema Leipzig, die charmante Stadt im Osten der Republik. Wo leben die Menschen gut und gern? Die Europäische Kommission hat 71.153 Menschen aus 83 europäischen Städten. Nicht Staaten, sondern Städten, 83 europäischen Städten befragen lassen, ob sie mit ihrem Wohnort zufrieden sind. Und Leipzig erreichte dort den 4. Platz. Auf dieser Hitliste aus 83 europäischen Städten ist Leipzig auf Platz 4 und damit ganz vorne ist die deutsche Stadt, wo die meisten Menschen zufrieden sind mit ihrer Lebenssituation. Es geht um Lebensqualität. Ja, Lebensqualität, ist man mit seinem Wohnort zufrieden, soziale Aspekte, ja, sowas spielt da alles eine Rolle. Die Top 10 waren Zürich in der Schweiz mit 97%, also 97% der Züricher waren soweit so toll zufrieden. Platz 2 Groningen, Niederlande, dann Kopenhagen in Dänemark, Leipzig wie gesagt auf Platz 4, Danzig in Polen auf 5, auf 6 Stockholm in Schweden, auf 7 Genf in der Schweiz, die 8 mit Rostock, zweite deutsche Stadt in den Top 10, die 9 Braga in Portugal und auf Platz 10 Cluj-Napoca oder Cluj-Napoca, ich weiß nicht wie man es ausspricht, in Rumänien. Und weitere deutsche Städte liegen abgeschlagen weiter hinten. Und ich muss natürlich an dieser Stelle, um das überhaupt auch zu verifizieren, ob das auch stimmt, dass man in Leipzig zufrieden sein kann, frage ich doch mal unseren Leipzig-Reporter Benjamin aus Leipzig, der sich momentan auf großer Reise immer noch befindet. Er ist immer noch in Thailand unterwegs für andere Sendungen unseres Mutterkonzerns Telesibirsk. Ist er als Auslandskorrespondent auch da. Unser Leipzig-Reporter Benjamin. Sag mal Benjamin, was sagst du dazu, dass bezüglich der Zufriedenheit der Bewohner Leipzig von allen deutschen Städten im Europa-Ranking an erster Stelle liegt? Ja, also ich kann das nur bestätigen. Ich bin sehr zufrieden in Leipzig. Danke Benjamin. Danke an unseren Korrespondenten, unser Leipzig-Korrespondent Benjamin in Leipzig. Und wir schalten jetzt wieder rüber zu OTZ-Zeitungsredakteurin Dominik Lattich in Saalfeld. Peter, steht die Leitung? Ja, die Leitung steht, du kannst rüberschalten, das ist in Ordnung. Hallo Dominik. Hallo Mario. Wir fangen an mit was ganz Tollem. Ich habe diese Woche einen ganz tollen, wie sagt man, ich bin im falschen Fall, etwas ganz Tolles gesehen. Im Discounter, in dem gelb-roten Discounter habe ich gesehen, da gibt's jetzt Kerzen kiloweise. Kerzen im Kilobeutel. Ich zeig dir das mal hier für unsere Hörer, die müssen außen vor bleiben. Ich weiß gar nicht, siehst du das da oben, da? Ja. Gut. Da gibt's ja, also Kerzen, die werden jetzt gleich nicht über den Kleiderbügeln. Richtig, genau. 1 Kilo Kerzen für 4,99. Kaufst du auch Kerzen im Kilo nach Gewicht oder zählst du noch ab? Nee, ich zähle dir noch alle einzeln ab. Ja. Ja, ich muss es ja den Kerzenständen, die ich dann zu Hause habe, auch entsprechend anpassen.
Das machst du gut. Ich dachte auch bisher, eigentlich macht man das, man kauft so viel, wie man braucht, aber mittlerweile ist es Kerzen kiloweise. Ich warte jetzt noch auf Kerzenbruch. Vielleicht gibt es das auch bald. Noch billiger dann, wo man die Kerzen noch zusammenbauen muss vorher, bevor man sie anzündet. Okay, das ist das Nachweihnachtsgeschäft XXL, 1 Kilo Kerzen, 490. Reicht für... Über den Kleider bügeln. Ja. Die Kleider nicht bügeln können. Kleiderbügel, die nicht bügeln. Aber Allzweckbügel steht drauf. Vielleicht können sie doch bügeln, ich weiß nicht. 3x6 für 690. Das aber dann nächstes Mal. Jetzt wird's ernst für dich, Dominik. Hör gut zu, jetzt bist du persönlich gefordert. Atme nochmal tief durch. Ja, jetzt musst du nämlich herhalten für deinen Arbeitgeber, weil du quasi jetzt die Einzige bist, die ich auf diese Weise erreichen kann. Es geht um die OTZ, die Ostthüringer Zeitung, übergeordnet sogar Funke Mediengruppe. Ich habe auf der Webseite der OTZ etwas gesehen, das hat mich zutiefst erschüttert. Oder ich dachte, was ist jetzt los? Um Gottes Willen, ein rotes Tickerband vom 17.01. auf der Webseite der OTZ. Ich habe nichts Böses gedacht und plötzlich sehe ich diesen Ticker, er läuft durchs Bild und ich lese, Prinzessin Kate liegt nach OP im Krankenhaus. Und ich mache den Fehler und klicke drauf und sehe, ja, es war eine geplante Operation. Ja, sie war geplant und deswegen lag sie im Krankenhaus. Und jetzt möchte ich dich stellvertretend für die OTZ zur Rechenschaft ziehen für diesen Ticker. Was sagst du dazu? Was macht denn die OTZ, wenn der Papst erschossen wird? Also warum eine solche Panik? Ach, es funktioniert doch. Ich weiß noch ganz genau, an diesem Tag saß ich neben einem guten Freund und der gute Freund, der guckte mir über die Schulter und ich habe gerade die OTZ-Seite offen und wir haben uns da über irgendwas unterhalten und er so, was? Prinzessin Kate liegt im Krankenhaus, warum? Ich also, da musst du ein Abo abschließen, musst du es dir angucken. Und er hat's getan. Er hat ein Abo abgeschlossen und hat sich's angeschaut. Ist ja krass. Das Abo hatte ich schon vorher gehabt. Ja, ne? Okay. Ja, aber er hat's gelesen, ja. Er konnte es dann lesen. Ne? Also Abo haben lohnt sich. Und naja, aber also ich glaube, das wurde ja im Vorfeld jetzt nicht unbedingt bekannt gegeben, dass er da ins Krankenhaus kommt. Das hätte er wahrscheinlich dann noch mehr verursacht. Aber in dem Moment dann, als es dann klar war, dass er dann drin liegt, da wussten es dann die Leute wenigstens gleich. Und es scheint ja auch wirklich alle möglichen Menschen zu interessieren, wie ich an diesem besagten Tag selbst erlebt habe. Okay, wir freuen uns auf weitere bunte Tickermeldungen mit Eilmeldungen und vielleicht auch noch blinkend demnächst. Aber jetzt mal ernsthaft, da gibt es bestimmt auch eine Zentralredaktion, weil das macht ihr ja nun nicht als Lokale in Saalfeld. Also wer macht diese übergeordneten Eilmeldungen, wer ist denn da zuständig? Weißt du das? Nee, das könnte wirklich die Zentrale sein. Wo ist das? Das kann ich jetzt gerade aus dem FF nicht sagen. Die dürften in Essen sitzen. Okay, ja. Und die Internetseite von uns, die wurde ja jetzt erst vor kurzem umgestellt. Das war aber auch, glaube ich, gerade, als ich mal kurz nicht da war und da habe ich sowieso wieder die Hälfte verpasst und vergessen. Ich freue mich immer einfach nur, wenn ich draufklicke und es funktioniert. Das ist schon mal gut. Da bin ich schon glücklich. Die Basics, ja. Also ich hatte heute früh auch kein WLAN, deswegen bin ich froh, dass das jetzt funktioniert mit unserer Aufnahme überhaupt. Aber das ist das Risiko des Podcasters. So muss es auch mal, Nervenkitzel pur. Okay, also wer nochmal sich bedanken möchte bei der OTZ, meldet sich bitte bei der Zentrale und nicht in Saalfeld, die haben Wichtigeres zu tun dort. Also zum Beispiel die Grüne Woche. Es gab einen Artikel am 20.01. in der OTZ, ging es natürlich auch um die Grüne Woche, weil ja auch der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt dort vertreten war. Mit Ausstellern vertreten, unter 1400 Ausstellern war eben auch Saalfeld dabei bei der 88. Grünen Woche. Und dich wollte ich fragen, wer war denn von unserer Heimat dabei? Zum Beispiel das Brauhaus in Saalfeld, da war auch der Brauhauschef, der Jürgen Kachelt, mit dabei. Die Landfleischerei Lindig war mit vertreten, das Haflinger Gestüt in Meura. Also das ist auch wohl das größte Haflinger Gestüt, das es in Europa gibt. Und die waren alle mit in der Thüringenhalle. Mhm. Und warst du schon mal dort? Bei der Grünen Woche? Ja. Ja, vor ein paar Jahren war ich mal dort, ja. Na, also ich war auch mal vor ein paar Jahren mit dort, also auch relativ regelmäßig. Und also die Thüringenhalle, die war wirklich auch immer sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Ich meine, die geben sich alle Mühe, das ist ja schon, du stolperst schon in diesen ganzen Komplex rein, bist dann gleich abgebogen, da war erstmal Russland da und da gab es dann an jeder Ecke, ich weiß nicht, ob die Lisa mit dabei sind, da gab es erstmal Frage, ja.
An jeder Ecke Kaviar und Wodka und da bist du dann irgendwie so morgens 9:30 schon rausgeeiert, hast schon einen in der Krone und hast gedacht, so, jetzt muss ich erstmal Thüringen finden. War super, hat Spaß gemacht. Noch ein Kloß hinterher schieben sozusagen, ja. Ja, ach und Niederlande war auch immer sehr schön. Ja. Die haben immer ganz viel mit Blumen und Tulpen an jeder Ecke und so Windräder und eigentlich Windräder, wie heißen die, diese Mühlenräder? Diese holländischen ja, so. Rügenwalder Mühlen, was da auf diesem ja, so, ne, ja. so Mühlenrad ja, ja. auch immer mit dabei. Also es ist echt cool gemacht schon. Adel war auch da, habe ich gesehen. Hm, der Olitätenkönig Sigvard Franke. Ja. Das ist auch, da gehört er schon fast mit zum Inventar, der ist auch immer mit dabei. Und auch erstmals die neue Stutenmilchprinzessin Sarah Heinert vom Gestüt in Meura. Aha, okay. Hm. Ich muss ja sagen, ich bin ein großer Fan von Stutenmilchlikör und den neuen Stutenmilchpflegeprodukten. Deswegen begrüße ich das sehr, dass die da auch mit vertreten waren. Und ich muss noch dazwischen schieben, das passt an der Stelle. Der Autor des Artikels heißt Hans-Peter Gaul. Ist ein bisschen infantil. Echt jetzt? Ja, ja. Ach, komm. Doch. Könnte ja. Naja, ich beweise dir das. Ich schicke dir nochmal einen Screenshot. Ja, doch. Du kennst deine Kollegen nicht, ja, oder was? Bitte. Doch, den gibt's tatsächlich. Also, ja, das muss ich noch. Alle kenne ich nicht. Nee, ja. Wie viele das ist ein Riesennetzwerk. Die OTZ, das ist eine Geheimorganisation. Das können Sie sich nicht vorstellen, meine Damen und Herren. Die Pyramide zeige ich dir später. Ja. Ja. Ich muss aber trotzdem nochmal auf die Stutenmilchprinzessin zurückkommen, weil das hat mich natürlich dann inspiriert. Das hat mir gesagt, das müssen wir auch haben. Das will ich auch. Wir brauchen unbedingt sowas auch. Wir brauchen eine Podcast-Prinzessin. Und zwar haben Peter, Large und ich haben uns lange beraten. Wie lange haben wir beraten, Peter? Ja, das waren schon so um die, so 20 Sekunden waren das. Ja, also wir haben uns beraten und wir haben lange beraten und wir haben jetzt festgelegt, dass wir dich, Dominik, nominieren für das Amt der Podcast-Prinzessin 2024. Du bist jetzt damit völlig überrascht. Nimmst du diese Nominierung an? Ja. Oh mein Gott. Das ist der beste Tag meines Lebens. I wanna say thank you to all my friends and my family. I love you. Sorry. Ich bin erstmal froh, dass du dich für dieses Amt, also erstmal, es geht erstmal nur um die Nominierung. Es geht erstmal nur um die Nominierung. Also noch nicht zu früh, Freund, denn ich bin jetzt sehr gespannt. Ach, da kann ich noch locker eine Schippe drauflegen. Alles gut. Das ist sehr gut, ja. Ich bin nämlich jetzt erstmal sehr gespannt, wer den Titel letzten Endes bekommt. Die Höris müssen jetzt entscheiden. Ja, sie müssen entscheiden. Nominiert ist Dominik. Die Abstimmung geht bis nächste Woche Dienstag und in der 100. Ausgabe des Tova Podcasts werden wir dann das Ergebnis erfahren. Ich bin sehr gespannt. Peter, du kannst schon mal anfangen, eine Schärpe zu klöppeln. Ja, bitte. Dann werden wir sehen, wer diesen Titel bekommt. Aber nominiert ist schon mal Dominik. Das ist auf jeden Fall klar an der Stelle. So, jetzt wird es aber wieder ernst, weil ich bin auf ein Phänomen gestoßen. Für mich ist es ein Phänomen. Für die ganze Welt ist es offenbar kein Phänomen mehr, weil alles klar ist. Erklär mir bitte Taylor Swift. Kennst du diese Frau? Muss ich mehr über sie wissen? Und wenn ja, was? Ob sie singt? Okay. Dessen bin ich mir sehr sicher. ja, die hat auch 3-4 Lieder, die mir ganz gut gefallen. Ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen. Dafür sind es zu wenig Lieder, die mir gefallen. Sie ist blond. Glitzert immer ziemlich doll. Ja. Okay. Ist die jetzt auch nominiert? Da kacke ich aber voll ab. Nein, sie ist nicht nur. Um Gottes Willen. Nein, Taylor Swift ist nicht nur. Wo habe ich sie überall gesehen? Ich habe sie in Titel, Thesen, Temperamente gesehen, die ARD-Kultursendung. In irgendeiner anderen Sendung. Also sie war irgendwie in Nachrichten auch und sowas. Also so Sendungen, die eigentlich nicht viel in erster Linie mit Popmusik zu tun haben. Und da habe ich mir gedacht, Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Ich kenne keinen einzigen, wenn du mich jetzt nach dem Titel fragen würdest, keinen einzigen Titel. Und das hat mich dann zugebracht, Moment, läuft bei mir was falsch oder muss ich da jetzt ein bisschen nachholen? Ich verspreche hoch und heilig, ich werde mich jetzt ein bisschen fortbilden. Ich weiß, dass ich mit Sicherheit ein paar Lieder schon mal gehört habe, aber ich wüsste jetzt keinen Titel, kann ja nichts zuordnen, weil das in den Radiosendern, die ich so höre, glaube ich auch gar nicht läuft. Aber ich muss da jetzt nachholen, ich verspreche es den Höris und auch dir, Dominik, da werde ich jetzt noch ein bisschen nachlegen, weil du kennst sie immerhin
was waren es, 4 Lieder vom Hören, hast du gesagt, ne? Ja, wenn es dir hilft, kann ich dir die 4 Lieder auch mal schicken. Wenn das die guten oder die besten oder so welche sind, die man kennen sollte, dann schick die mir, dann weiß ich zumindest mal, wie die heißen. Okay. Natürlich. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zu einer, zum Thema, das, ja, da muss ich kurz ein bisschen was zu erklären oder vorlesen und ein bisschen aufbauen, eine Rampe bauen sozusagen, weil ich dich hinterher was fragen möchte. Ich hatte dir einen Artikel geschickt aus dem Magazin Das Magazin. Das ist eine renommiertes Unterhaltungsmagazin. Gibt es schon viele, viele Jahre, feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Und da gab es eine Geschichte, die mich an eine Geschichte wiederum von dir erinnert hat. Du hast ja ein Buch rausgebracht und nicht nur rausgebracht, sondern geschrieben. Und da ging's, also das, da erzählst du so einige Anekdoten und Begebenheiten aus deinem Leben, auch aus deinem Berufsleben und aber auch Privates. Und du hast eine Sache geschrieben, da ging's um einen Krankenhausaufenthalt von dir. Und dieser Artikel aus dem Magazin, der hat mich jetzt an diesen Krankenhausaufenthalt-Text von dir erinnert, weil da eben auch der Autor beschreibt, was ihm persönlich in einem Krankenhaus passiert ist. Es geht also darum, dass der gute Mann ein Loch im Trommelfell hatte, Ränder verkrustet, dafür muss der Schädel hinter der Ohrmuschel von außen aufgebohrt werden. Also es war auch ein geplanter Krankenhausaufenthalt, aber halt schon ziemlich heftig offenbar. Und ist dir an dem Text irgendwas aufgefallen oder negativ aufgefallen? Hast du dich vielleicht über irgendwas geärgert? Nein, ich ärgere mich in der Regel nicht so wirklich über Texte. Ist das eine Fangfrage? Oh Gott, hab ich irgendwas verpasst? Nee, ist keine Frankfurt. Nee. Also, nee. Also, alles ganz ernst. Ich will ernsthaft was hinterher von dir wissen, was ich nur von einer Frau wissen kann. Ist dir irgendwas, also dir ist nicht irgendwie, das musst du ja dir noch gemerkt haben, vielleicht, wenn du beim, ne, wenn du jetzt zurückdenkst, du hast es gelesen. Und wenn du da jetzt nicht dich dran erinnern kannst, dass irgendwas dir negativ oder dass dir was aufgestoßen ist, sagt man ja auch so als Metapher, dann ist gut. Dann ist das erstmal für mich okay. So, ich habe jetzt 2 Stellen aus diesem Text, die ich jetzt nochmal vorlesen möchte, weil, ja, sonst geht's nicht weiter an der Stelle. Also ich muss 2 Stellen vorlesen und dann frage ich dich was danach. 1. Stelle. Auch die Götter in Weiß werden vermehrt mit dem Internetwissen der Laien konfrontiert. Wahrscheinlich könnte ich mich mit der richtigen YouTube-Anleitung und einer Endoskopie-App für mein iPhone auch selbst operieren, aber noch zahlt es die Kasse und ich will das ganze Programm als rundum versorgter Kassenpatient genießen. Ich freue mich auf eine tolle Narkose, auf hübsche Nachtschwestern und die berühmte Arztvisite. So, die 2. Stelle. Nun raus aus Haus 2 und durch den Regen gegenüber rein in Haus 1. Dort steht noch die Krippe von Weihnachten oder steht die hier das ganze Jahr. Es handelt sich um ein katholisches Krankenhaus. In der Anästhesieabteilung gibt es ein großes Wartezimmer, das voll ist mit Menschen und Zeitschriften. Ist doch egal, ob ich im Café sitze oder im Wartezimmer eines Krankenhauses, rede ich mir das selbst schön. Ich werde von einer sehr attraktiven Anästhesieärztin ins Behandlungszimmer gebeten. Gemeinsam arbeiten wir einen sehr langen Fragebogen durch. Ich fühle mich bald als ihr Lieblingskollege, der mit ihr über ein Fallfach simpelt. Einige Fachbegriffe kenne ich ja schon. Dass ich selbst der Fall bin, habe ich schon vergessen. Kommen wir zum Fragenblock. Drogen und Alkohol. Ich gestehe alles. So, das sind diese zwei Absätze. Und jetzt hat in der darauf folgenden Ausgabe des Magazins, da sind immer viele Leserbriefe drin, und eine Leserin schrieb dann als Leserbrief Folgendes. Ich lese das Magazin sehr gerne. Bin von dem Beitrag von Andreas Donder im Novemberheft aber sehr negativ berührt gewesen. Ich bin Krankenschwester und frage mich, warum der Autor sich auf hübsche Nachtschwestern freut oder die Attraktivität der Anästhesistin betont. Zum einen ist das sexistisch, zum anderen würdigt das die Frauen in diesen Berufen herab. Ist das niemandem aufgefallen? Ich sag mal ganz kurz, mir ist es nicht aufgefallen an der Stelle. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich ein Mann bin. Das weiß ich nicht. Ich fand den ganzen Beitrag ziemlich lustig letzten Endes und sehr unterhaltsam und das ist mir nicht aufgefallen. Frage an dich. Was meinst du dazu? Es ist generell ein sehr schwieriges Thema, mit dem ich mich auch hin und wieder mal befasse. Auch aus unterschiedlichen Gründen, weil ich manchmal selber denke, dass einem hier und da sowas passiert. In dem Fall sehe ich das jetzt eigentlich so, dass es ja im Prinzip auch lustig und unterhaltsam geschrieben ist. Und es wird ja auch vieles auf Klischees heruntergebrochen. Und das, denke ich, ist halt einfach auch eins davon. Und auf der anderen Seite sage ich mir, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen typisch Mann. Und ob ich mich jetzt darüber aufrege, genauso wie ich mich über 1000 andere Sachen, die irgendwelche Leute sagen, aufregen könnte oder nicht,
In dem Fall ignoriere ich es einfach, glaube ich. Weil es... Was soll ich mich jetzt darüber aufregen? Wenn das halt seine Meinung und seine Ansicht ist, dann ist das halt so. Solange wie ich jetzt selber nicht irgendwo persönlich runtergemacht oder betatscht werde oder auf irgendwas Äußerliches reduziert werde oder sonst irgendwas, nehme ich diese Sachen halt einfach so hin und denke mir halt ganz oft einfach, naja, typisch Mann halt. Ja. Das ist auch, du hast es gerade schon auch gesagt. Was auch wieder ein Klischee ist. Ja. Und vielleicht nicht auf alle anwendbar. Ja, man soll ja sowieso mit der Verallgemeinerung soll man sowieso aufpassen. Also ich denke zwei Sachen sind mir jetzt dazu. Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, ich wollte irgendwie mich dazu äußern. Jetzt wollte ich einen Leserbrief erst hinschreiben, das wäre ein bisschen zu lang geworden wahrscheinlich für die Leserbriefseite, um den Herrn da auch ein bisschen in Schutz zu nehmen. Andererseits, ich verstehe natürlich, dass sie aus der Perspektive einer Krankenschwester das nochmal ein bisschen anders sieht, weil ihr eben ähnliche Sachen so vielleicht passiert sind. Wobei er natürlich aber auch das nur gedacht hat. Er hat das ja nicht den entsprechenden Frauen gesagt, sondern er hat ja nicht die Krankenschwester so angesprochen und das ihr gegenüber mitgeteilt, sondern er hat das ja nur für sich festgehalten in seinem Text letzten Endes. Ich habe nochmal genau wissen wollen, was ist denn eigentlich sexistisch? Also die Definition, weil auch oft mit so Begriffen rumgeworfen wird und das aber gar nicht so eigentlich definiert ist, ne? Und dann verbreitet sich das aber weiter falsch und dann denken andere auch wieder, ja, das ist aber jetzt gleich wieder sexistisch. Man muss natürlich aufpassen, weil es eben viel wirklichen Sexismus da gibt, aber man muss aber auch, denke ich mal, ein bisschen korrekter sein und nicht gleich alles, wie du sagst, also man soll auch mal ein bisschen das lockerer sehen an bestimmten Stellen, nicht gleich das mit der Brechstange dann angehen. Okay, also das wollte ich erstmal völlig... Ja, wie ist denn die Definition, die du gefunden hast? Also das, ich sag mal so, es muss auch, es ist dieses Reduzierende ist mit gemeint. Man muss es natürlich auch äußern der Person gegenüber. Und wie gesagt, er hat es ja nur aufgeschrieben. Er hat ja nicht zu der Frau, dann zu den Krankenschwestern persönlich gesagt, was er eben da geschrieben hat. Und ach mein Gott, ich müsste jetzt nochmal nachschauen. Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf und leider auch nicht aufgeschrieben jetzt hier, aber es gehört noch mehr dazu. Also sexistisch ist nicht nur, wenn man verbal diese Sachen äußert, die er gemeint hat und schon gar nicht hübsche Nachtschwester und sowas. Das ist ja eigentlich auch, wie soll ich denn sagen, wenn ich jetzt zu meiner Frau sagen würde, ich mag dich, du bist hübsch und so weiter, das ist doch dann ja auch nicht sexistisch, weil das reduziert sie ja nicht darauf irgendwie. Also es ist kompliziert, wir können das auch nochmal nachschlagen, aber die Definition, die ich gefunden hatte, die geht weit über das hinaus, was hier wiedergegeben wurde. Ja, jetzt bauen wir mal eine Brücke zum letzten Beitrag. Wir können ja Peter bitten zu tanzen. Peter, tanz doch mal eine Runde. Das sieht zwar eh keiner, weil es ein Podcast ist, aber es lenkt mich ein bisschen ab und bringt mich auf bessere Gedanken. Also, ich will einfach nur nochmal sensibilisieren, auch weil ich weiß, dass wir viele Hörers haben, die auch ein bisschen einen breiteren Horizont haben und nicht nur gleich alles glauben, was sie lesen. Also, wenn da irgendwo steht sexistisch, denkt bitte nochmal nach, ist es tatsächlich so und reflektiert einfach, geht einfach mit offenen Augen durch die Welt, so wie auch andere Medienhäuser außer der OTZ mit offenen Augen durch die Welt gehen, denn jetzt kommt eine Meldung, die nicht in der OTZ stammt, die nicht aus der OTZ stammt. Die Überschrift ist, sie hatte ihn vergessen. Riecht köstlich. Eine Frau findet einen Hochzeitskuchen nach 55 Jahren. Das war eine Kanadierin namens Rochelle Marr. Die Quelle ist ein kanadischer Fernsehsender, CBC. Und die hat 55 Jahre lang in ihrem Tiefkühlschrank eine Torte, eine Hochzeitstorte aufbewahrt und will sie jetzt essen. Sie hat sie wiedergefunden und möchte die jetzt zubereiten. Und sie sah dann unten drunter auf dieser Verpackung, also die war irgendwie in so einem Karton drin, ja, wie man das so macht, da stand drauf, nicht bis 2018 öffnen. Das heißt, es war von vornherein geplant, dass sie mit ihrem Mann diesen Kuchen 50 Jahre nach der Hochzeit, also quasi zum 50. Hochzeitstag essen wollte. So war das ursprünglich vorgesehen. 1968 haben sie geheiratet. Doch dann haben die vergessen,
diesen Kuchen halt aufzumachen. Und jetzt sind es halt noch ein paar Jahre mehr geworden und ihr Mann ist auch inzwischen gestorben. Jetzt hat sie den gefunden und es haben Lebensmittelexperten sich dieser Thematik schon angenommen und haben gesagt, der Kuchen ist sicher. Es gibt da also, weil ja Bakterien und sowas in der Kälte sowieso nicht wachsen können und sowas, wenn der noch gut riecht und da passiert nichts, da war es viel Zucker drin und Fett und so ist ja auch drin, passiert nichts. Sie kann das, vielleicht kriegt sie ein bisschen Magengrummeln, aber es sollte eigentlich nichts Schlimmes passieren. Dominik, Frage an dich. Was war das älteste Lebensmittel, das du jemals gegessen hast? Ich glaube, das war aus Versehen meine Schoki, die ein halbes Jahr drüber war, aber das Schokolade. Hat jetzt auch nichts gemacht, ja. Ja, ja. Ja. Ansonsten würde mir jetzt nichts einfallen. Ich habe auch generell einen sehr robusten Magen, auch wenn so, also na, dreimal auf Holz, aber selbst wenn solche Magen-Darm-Grippen mal rumgegangen sind, ich habe bis jetzt nie wirklich eine gehabt. Also ich hatte nur mal so normal ein bisschen, wenn ich halt irgendwie was Schlechtes oder halt auch mal Stress oder so, da habe ich manchmal ein bisschen Magenprobleme, aber jetzt so richtig so diese Magen-Darm-Grippen, die dann so volle Kanne raushauen, alles. Ne. Dann, auch diese hoch ansteckenden, die da halt irgendwie so 2000, keine Ahnung, 12, 13, 14 oder wann das war, ne, wo immer alle irgendwie flachlachen rundherum. Nicht, gar nicht. Dann toi, 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 dass das auch so bleibt. Das ist wirklich, klingt vernünftig. Wenn ich dich jetzt irgendwie einstellen sollte als Arbeit suchend, dann würde ich darauf natürlich Wert legen. Das ist ja super. Wird nie krank, die Frau. Das ist super. Bestens, beste Voraussetzung. Ich sag mal kurz, ich habe auch überlegt, weil ich habe gesagt, wenn ich dir die Frage stelle, dann muss ich darauf gefasst sein. Vielleicht fragst du mich zurück. Das kann passieren. Und jetzt habe ich mir überlegt und ich dachte, ja, doch, es war tatsächlich das. Ja, ich habe neulich eine Konserve gefunden, die ein bisschen weiter hinten stand und die war, glaube ich, 2 Jahre oder 1,5 Jahre drüber, da steht ein Datum drauf. Es war ein Glas mit Heidelbeeren, die waren aus dem Laden, also nicht selber gemacht, sondern wie gesagt, stand was drauf und die habe ich jetzt gemacht, die haben gut gerochen und haben auch sehr gut geschmeckt, da war überhaupt nichts, weil Konserven ist, glaube ich, überhaupt generell nicht dramatisch. Galt eben auch. Ich mache da halt auch wirklich immer Geschmacks- und Geruchs- und gucke halt, wie das riecht. Also wenn die Sachen schon gut riechen und gut aussehen und dann halt auch nicht irgendwie doof schmecken, da esse ich die halt noch. Weil es heißt ja auch mindestens haltbar bis, rein theoretisch, aber ich habe da auch schon Käse gekauft. Da hat er schon angefangen zu schimmeln, obwohl noch 2 Wochen hin war, bis zu diesem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Und genauso ist es aber halt auch andersrum. Also das heißt auch mindestens haltbar bis und nicht absolut tödlich ab. Und genau das ist unsere Lebenshilfe. Wir spielen nachträglich nochmal den Jingle ein. Die Tova Podcast Lebenshilfe. Genau, ich brauche gar nichts mehr viel zu sagen. Das hatte ich mir eigentlich jetzt hier notiert, dass ich das machen wollte. Danke dir, dass du das jetzt schon mal vorweggenommen hast. Nutzt bitte eure Sinne, liebe Höris. Riecht am Essen, kostet erstmal, vor allen Dingen, wenn es auch um verschlossene Lebensmittel geht, vor allen Dingen Konserven. Und das gilt natürlich auch für den Stutenmilchlikör. Der hält auch mindestens 55 Jahre. Prost. Prost. So, Dominik, nächste Woche, das fange ich auch schon so an, in 14 Tagen. Danke. In 14 Tagen ist hier die 100. Folge und du suchst schon mal das passende Kleid raus. Ja, das ist wichtig beim Podcast, dass man gut aussieht. Und Peter wird jetzt schon mal anfangen, den Kuchen zu backen, den wir dann in 50 Jahren aufmachen für die 100. Folge in 2 Wochen. Und dann bedanke ich mich für heute bei dir. Sende herzliche Grüße nach Saalfeld und haltet die Ohren steif weiterhin. Mach ich, du auch. Danke. Okay, tschüss. Danke. Oh, das ist die Quizhexe. Large, lässt du mal bitte die Quizhexe rein. Danke. Ich bin die Quizhexe. Steht im Wald? Ein Kirsch. Wie nennt man einen Bauern mit Studium? Ein Akademiker. Was ist weiß und rollt den Berg rauf? Na, eine Lawine mit Heimweh. Bis bald. Apropos Bauern mit Studium, sind die Bauern eigentlich noch am Demonstrieren?
Nee, oder? Im Moment, ich komme mal durcheinander. Also es sind so viele Demonstrationen zurzeit. Ne? Also ich weiß immer nicht, wer jetzt ist eigentlich gerade dran. Ich weiß nicht, ist die Bahn noch am Streiken oder demnächst in Berlin auch jetzt soll die BVG auch noch streiken, also die Busse und U-Bahnen. Wahrscheinlich gibt es irgendwo so einen Streikplan, wer gerade immer dran ist, damit die sich nicht so in die Quere kommen. Ich weiß aber nicht, wer eigentlich als nächstes dran ist. Gut, wie spät ist es eigentlich? Uhrenvergleich. Hallo, hier ist Hans-Ulrich Pöni-Pönack im Tova-Podcast. Es ist 18.35 Uhr. Oh, dann ist natürlich höchste Zeit für die Hörerpost, ne? Die Post ist da. Ja, wir haben einen Fax bekommen. Einen Fax bekommen von Tina aus Torquede. Ah, Tina, okay. Und Tina schreibt... Hallo Peter, hallo Mario. Ihr habt ja beim nächsten Mal die 100. Folge. Findet ihr nicht auch, dass es langsam Zeit wird aufzuhören? Ja, danke Tina. Wir haben lange überlegt, ob wir aufhören sollen. Aber ich sage mal, ich habe am 19.01. dieses Jahres einen so schlechten Podcast gehört, dass ich sage, wir müssen unbedingt weitermachen. Wir dürfen euch, liebe Höris, in dieser Welt voller schlechter Podcasts nicht alleine lassen. Ja, worum ging's da? Was war das? Ja, ich zitiere mal. Dieser Podcast, also ich zitiere mal aus der Selbstbeschreibung, die ich da auf der Seite von diesem Podcast gelesen habe. Der Podcast bietet eine bunte Mischung aus Comedy, Satire, Spaß, Quatsch und Witz. Hier wird über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen humorvoll zugespitzt berichtet. Zwei Männer, eine Frau als Moderatoren gibt's und wer diesen Podcast hört, sage ich mal, auch wieder ein Zitat, geht zum Lachen nicht in den Keller. Zitat Ende. Nee, aber zum Runterspringen aufs Dach vielleicht. Also ich fand den so grottig, man soll sich ja man soll schon auch sich Urteile über anderes erlauben, aber in dem Falle ist es so schlimm, dass ich nicht mal den Titel dieses Podcasts nennen möchte. Wer wissen will, wie der Podcast heißt, der kann mich gerne persönlich per E-Mail fragen, post@tovapodcast.de. Aber ich will da jetzt nicht aus Unwissenheit, ich möchte da jetzt nicht Leute hinlotsen, die sich das nur mal so anhören wollen, um rauszufinden, ob es tatsächlich so schlimm ist. Aber wer es wirklich genau wissen will, könnte mich bitte einzeln fragen, dann werde ich euch das bei Interesse weiterleiten. So, wir haben Post bekommen, außerdem von der Postcode-Lotterie. Die Postcode-Lotterie hat mir einen Brief geschrieben, das ist eigentlich eine holländische Lotterie gewesen, wenn ich mich nicht irre, eine holländische Lotterie war das mal, aber die sind jetzt mittlerweile auch in Deutschland vertreten, seit vielen Jahren, und die haben geschrieben, 2024 werden garantiert 72 Millionen Euro verlost, und ich könne da jetzt gerne mitmachen. 72 Millionen Euro, ich sag mal, das ist mir zu viel, ja, was soll ich mit dem ganzen Geld, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ne, also 20 Millionen Euro, so viel, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich damit machen soll. Nee, das ist mir zu viel. Dann haben wir eine Mail gekriegt, eine E-Mail diesmal, also kein Brief, sondern eine E-Mail von einem Herrn Joseph Broughton. Joseph Broughton war eine Mail im Postfach. Dear Sir, English ist das. I am Joseph Broughton, personal assistant to Sylvia Bongo Ondimba, wife to Ali Bongo Ondimba, the ousted president of the Republic of Gabon. I urgently need a foreign partner to secure some funds deposited in a safe vault overseas for investment worth 85 billion euros. Also Milliarden, 85 Milliarden Euro, darum geht's. Kindly note that this information is privileged and should be kept strictly confidential, as I am still not allowed to travel out of my country yet. I used this medium to seek a foreign help and partnership to secure these funds. I will provide further details when I hear from you. Regards, Joseph Broughton. Also will mir irgendjemand namens Joseph Broughton 85 Billionen Euro, also nicht Billionen, sondern Billion, also Milliarden Euro überweisen, und das Ganze im Auftrag des früheren Präsidenten der Republik von Gabun. Warum, weiß ich jetzt gar nicht so genau, also irgendwie um das in Sicherheit zu bringen oder so. Und ich habe das Ganze mal durch unsere Rechtsabteilung checken lassen, und diesen Herrn Ali Bongo Ondimba, den gibt's tatsächlich, der war tatsächlich bis 2023 Präsident der Republik Gabun. Das ist also korrekt. Und ich habe also meine Bankverbindung auch denen mitgeteilt und warte jetzt mal auf das Geld. Und davon kaufe ich uns dann ein Eis. Gut, Peter, oder? Ja, da freue ich mich drauf. Das können wir gern machen, ja, sicher. Gut, das scheint also alles richtig zu sein.
Und ich habe eine E-Mail von einer Casting-Agentur bekommen, bin da offenbar in einem Verteiler und die schreiben, Fahrlehrer, männlich, weiblich, divers, mit Persönlichkeit, für neues Doku-Format gesucht. Ja, ich würde sagen, liebe Leute, also Fahrlehrer bin ich, aber ich habe keine Persönlichkeit. Deswegen kann ich leider bei diesem neuen Showformat fürs Fernsehen nicht mitmachen. Dann haben wir einen Anruf gekriegt vom ARD-Mittagsmagazin. Das ARD-Mittagsmagazin aus Leipzig, da sind wir wieder bei Leipzig, hat angerufen und sich beschwert, dass wir dieses Mal nicht über das ARD-Mittagsmagazin aus Leipzig berichtet haben, so wie in der letzten Ausgabe. Und sie wollten wissen, wie man den Tohuwa-Podcast abonniert. Ich habe gesagt, liebes ARD-Mittagsmagazin aus Leipzig, wir waren diesmal thematisch leider voll, aber nächstes Mal seid ihr vielleicht wieder mit dran. Schickt uns bitte eure Themenvorschläge schriftlich an post@tohuwa-podcast.de. Und abonnieren könnt ihr uns ganz einfach mit einer Podcast-App, die installiert auf eurem Handy drauf. Das ist ganz einfach. Dann nach Tohuwa-Podcast suchen und auf Abonnieren oder Folgen klicken. Das Ganze bei Apple, Spotify, Amazon Music, RTL Plus, wie sie alle heißen. Wir sind auf allen großen Plattformen. Und bitte gebt uns eine Bewertung, das ist ganz wichtig. Und mindestens 5 Sterne und vor allem empfehlt uns weiter, denn nur so könnt ihr es technisch garantieren, dass wir auch störungsfrei durch eure Leitung aufs Ohr kommen. Peter, bist du bereit für unsere Schnellraterunde? Ja, ich bin bereit, fang an. Okay, dann ist hier die Tohuwa Podcast Schnellraterunde. Erste Frage: Wer soll seit Herbst vergangenen Jahres in Frankreich für 380 Bombendrohungen verantwortlich sein, die unter anderem Flughäfen, Schulen, Gerichte und Museen lahmgelegt haben? Ja, das war ein 13-jähriger Schüler und der hat das angeblich nur aus Spaß gemacht. Der hatte gar keine politische oder ähnliche religiöse Absicht oder sowas. Ja, das ist richtig, ja. Wie heißt die am 11. Januar mit 83 Jahren in London verstorbene Moderatorin, die ab 1970 als erste Frau überhaupt bei BBC Radio 1 als DJ arbeitete, oder DJane, wie das heißt, arbeitete und den Weltrekord als dienstälteste Moderatorin hielt, weil sie dort bis zu ihrem Tod on air war? Und das war die Annie Nightingale. Richtig, Annie Nightingale war das. Nächste Frage. Wie heißt die älteste Hühnerrasse Frankreichs? Das ist der gallische Hahn. Richtig. Welches ist laut aktueller Umfrage von Eurostat das glücklichste Land in der Europäischen Union? Ja, das ist natürlich Österreich. Richtig, auch das ist richtig. Welches ist laut aktueller Umfrage von Eurostat das zweitunglücklichste Land in der Europäischen Union? Ja, das ist natürlich Deutschland. Ja, das ist richtig, ja. Und dabei geht's nicht um den materiellen Wohlstand, sondern es geht um so Sachen wie Bildungsniveau und medizinische Versorgung und sozialen Schutz und Sicherheit und sowas. Ja, richtig, danke Peter für die Ausführung. Um welche Uhrzeit heiratete der Maler Caspar David Friedrich am 21. Januar 1818 in der Dresdner Kreuzkirche seine Freundin Caroline Bommer? Ja, das war nicht 18.35 Uhr. Sondern das war um 6 Uhr in der Früh. Ja, das ist richtig. 6 Uhr morgens war das. Wie hoch war die Strafe, die Arnold Schwarzenegger am Münchner Flughafen für eine nicht beim Zoll angemeldete Luxusuhr bezahlen musste? Und da war dann auch noch, wurde dann auch noch festgehalten einige Stunden. Was musste er bezahlen? Ja, das waren 35.000 Euro. Die sind umgerechnet 481.600 Schilling. Der Arnold ist ja auch Österreicher. Vielleicht hat er das auch in Schilling bezahlt. Ja, wer weiß, ich war nicht dabei. Es kann durchaus sein. Das ist richtig, ja. Womit sorgte der weltweit bekannte Traditionspizzabäcker Gino Sorbiglio, was für ein Name, Gino Sorbiglio aus Neapel zum Jahreswechsel für große Aufregung? Ja, der Gino, der hat es gewagt, seine Speisekarte um eine Pizza mit Ananas zu erweitern. Nein. Doch. Oh, ist richtig, ja. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr. Ja! Ja, dankeschön. Das war die Tohuwa Podcast Schnellraterunde. Und ich darf an dieser Stelle wieder jemanden grüßen. Und das ist heute Johnny Marr von der britischen Rockband The Smiths. Und Johnny Marr möchte mit allen Mitteln verhindern, dass Donald Trump bei Wahlkampfauftritten weiterhin Songs seiner Band The Smiths spielt. Das haben zuvor auch schon Neil Young, Phil Collins, die Rolling Stones oder Adele
versucht und dass Donald Trump ihre Songs nicht weiter verwenden darf. Ich drücke ihm die Daumen, dass es ihm gelingt, dass weiß ich nicht, wie das rechtlich zusammenhängt, was man da machen muss und ob das auch funktioniert dann, aber es ist natürlich blöd, ne, sag ich mal, um es vorsichtig gelinde zu formulieren, wenn man selber überhaupt mit Donald Trump nichts anfangen kann und dann die eigenen Werke für solche Sachen genutzt oder auch missbraucht werden. Ja, so viel dazu. Wir kommen zum Ende. Und das ist der Song, den wir nicht spielen dürfen. Denn aus GEMA-rechtlichen Gründen dürfen wir ja im Podcast keine Musik spielen. Und deswegen stellen wir, also Peter oder ich, wir werden das dann per Zufall auslosen, stellen wir einen Song vor, der uns auf dem Herzen liegt, der schon älter ist oder neuer. Es ist also völlig wurscht. Wir möchten diesen Song euch ans Herz legen. Und ich habe heute ein sehr schönes Lied rausgesucht. Ich hoffe, dass ich dann jetzt auch gewinne beim Schnick, Schnack, Schnuck. Denn so entscheiden wir das. Peter, bist du soweit? Jo, ich bin soweit. Kannst du anfangen? Gut, dann sage ich 1, 2, 3. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab Schere. Was hast du? Ja, ich hab Rost. Ja, und Rost, wie wir alle wissen, ist schlecht für die Schere. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Peter, ich tut mir leid für dich, aber ich habe gewonnen. Und ich habe ein Lied rausgesucht und das Lied, nee, das habe ich gar nicht rausgesucht. Das hat mir eine Bekannte, eine sehr gute Bekannte, hat mir das zugeschickt. Ich habe das im Status, im WhatsApp-Status. Ja, sowas gibt's, einen WhatsApp-Status einer Freundin. Da habe ich das gesehen. Eine gute Studienkollegin aus der Heimat hat mir das, ohne dass sie es wusste, ans Herz gelegt, ja, ohne dass sie es wusste, denn sie hat ja ihren Status auch noch mit anderen Leuten geteilt. Und ich habe das mir angehört und auch das Video dazu angeschaut. Ein tolles Video, ein aktueller Song, erst vor ein paar Wochen online gestellt von einem Menschen, den ich sehr zu schätzen weiß und den ich fast mal bei einem Eisverkauf in Chemnitz getroffen hätte. Es war ein großes Festival, das Kosmonaut-Festival. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran zurück. Er ist dort aufgetreten auf einer der Hauptbühnen und er macht seit Jahren eine sehr, sehr intelligente, gute, unterhaltsame deutsche Popmusik. Sehr schönes Zeug. Ich mag ihn sehr. Er redet auch gut. Er hat einen ebenfalls einigermaßen bekannten Podcast mit einem Menschen namens Herrn Böhmermann, den er da jede Woche zusammen macht. Und ja, man könnte sagen, ich bin so ein kleiner Fan von ihm, kann man schon auch mit sagen. Aber ich verfolge jetzt sein musikalisches Oeuvre gar nicht so sehr. Deswegen war ich sehr froh, dass ich auf dieses Lied jetzt aufmerksam gemacht wurde. Er hat momentan ein bisschen Ärger oder Probleme, weil er vor einiger Zeit mit Finn Kliemann das alte Hausboot von Gunter Gabriel gekauft hat und renoviert hat und als Studio- und Wohnboot hat umbauen lassen. Es gab sogar eine Netflix-Doku dazu, das haben wir damals auch mal vorgestellt. Eine tolle Doku-Reihe. Finn Kliemann ist er dann, hat ein bisschen Ärger gekriegt wegen eines Maskenskandals. Und jetzt trennen die beiden sich, was dieses Projekt mit diesem Hausboot da betrifft. Es läuft auch nicht so gut, dort kommen leider nicht so viele Party-Menschen hin oder Bands hin, wie das eigentlich mal geplant war. Und derjenige, der jetzt gleich hier, dessen Song wir nicht spielen dürfen, der ist da mit an diesem Hausboot beteiligt und will es aber jetzt versuchen zu halten. Und ich drücke ihm die Daumen, dass ihm das gelingt, dass er auch weiterhin das irgendwie wirtschaftlich halten kann. Vielleicht besuche ich ihn mal und dann geht's aber dort sowas von ab. Ja, hier ist The One and Only Olli Schulz mit Einfach so. Ein tolles Lied, schaut euch das an. Wir haben es natürlich wie immer verlinkt in unseren Shownotes. Es gibt bei Telesibirsk, wo ihr diesen Podcast auch hören könnt, eine Playlist mit allen bisherigen Songs, die wir nicht spielen durften und eben jetzt der aktuelle prominente Neuzugang Olli Schulz. Einfach so ein tolles, toll gemachtes Video, wirklich sehr ans Herz zu legen für euch. Und das war's dann auch für heute. Diesen Podcast haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und für heute machen wir Tschüss. In 2 Wochen sind wir wieder da. Dann haben wir die 100. Folge. Die 100. Folge. Und bis dahin verabschieden sich der Peter, der Berzer an der Technik und der Eismann aus dem Telesibirsk-Sendezentrum in Berlin. Und wir lieben, wir es, lieben es, wenn ein Podcast funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten. Tuva but Tuva was? Tuva was? Nee, Tuva. Tuva was? Tuva Podcast. Tuva was? Tuva Podcast. Podcast. Der Tuva Podcast ist eine RG28 Produktion.
hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.